Star-Mission von Kellerfeuerwerk. Gekauft wurde es bei Thomas Philips für 5 Euro. Und ja, wir machen mal auf, damit wir sehen können, was dieses Sortiment so beinhaltet. Genau. So. Okay. So Leute, wir haben hier einmal die Packet Cracker. Genau. Ja. Dann haben wir einmal hier die Satansknalle. Knallerbsen. Und ja, römisches Licht mit einer Zündschnur. Ich glaube 10 Schuss. Pyrocracker, Leuchttaler und das haben wir schon gesagt, das zünden wir nicht an, das scheißen wir drauf. Knallerbsen auch. So, das sind solche Anzündstäbe, die kommen mal raus. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 Raketen. Die hier heißt Endeavour. Schöner Name. Danach hier Typhoon die in Silber. Typhoon, genau. Endeavour nochmal in Pink oder Rot. Und dann hier nochmal die Typhoon in Silber. Und ja. Genau. Wir haben auf jeden Fall 5 Raketen. Das haben wir vergessen. Hier noch die Multi-Effekt-Fontäne. Ja, Unichico. Ja. Da würde ich mal sagen, wir fangen mit der Unichico an. Ja. So. Zweite Mal. Multi-Effekt-Fontäne vom Kerl. Pyrocracker vom Keller. Nehmen wir mal so 3 Stück. Ja. So. Satansknall brauchen wir nicht anzünden, oder? Ja, lassen wir raus. Wie gesagt, das haben wir vergessen zu sagen. Ja. Knallerbsen. Kennt jeder. Dann Packet Cracker. Hier. So. Das ist so eine Matte. So. So, dann geht's weiter mit dieser kleinen Fontäne. Wie heißt es? Das heißt Silver Rain. Silver Rain, Rakete von Keller. Ich hatte noch nie Keller von Fontänen. Mal schauen, wie die auch sind. Bin selber gespannt. So, dann geht es weiter mit diese eine römische Licht. Kann man die in die Batterie reintun eigentlich, oder? Sollen wir mal probieren? Ja. Ich denke schon, aber nein. Oder? Nee, du kannst doch in der Hand halten. Ja, ah, so. Doch. Doch, es hat geklappt, komm. Gefahr, dass sie umkippt, aber egal. 10 Schuss sollte es sein. Boah, sehr schöne Farben. So, das sollte es schon sein. Ah, der kommt noch raus. Okay. Sehr kurze Brennzeit auf jeden Fall. Die vom Weco sind etwas besser. So, und jetzt kommen wir dann zu den Leuchttalern. Machen wir auch ein paar Stücke, oder? Oder machen wir die ganze Packung? Ja, oder? Ja. Zuletzt machen wir einfach die ganze Packung und danach kommen wir eh zu den interessanteren Sachen. Genau, zu den Raketen. So, Leuchttaler. Tun wir mal auf den Boden hier. Eh nicht so viele. Zünd einfach an.
buntes Gemisch. Ja. Mal übel lang. Ja. So, Leute, hier sind jetzt bei den interessanten Sachen, aber natürlich jedes Jahr muss ich wieder irgendwie reinscheißen. Ich Vollidiot bin wieder auf die Rakete draufgetreten, hab sie zermatscht. Na, ich würde mal sagen, ja, egal. Wir haben ja noch welche davon, oder? Nein. Ich glaube nicht, komm, wir machen das auch, komm. Wollen wir es riskieren? Auf jeden Fall. Ich hab's nochmal kaputt gemacht. Also, Leute, bei mir läuft immer was schief. So, erste Rakete direkt risky. No risk, no fun. Komm, schieß los. Leute, ich habe jetzt das Teil da vorne kaputt gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie diese Rakete losstarten soll. Leute, ich brauche einen anderen Kollegen. Der macht mir alles kaputt. Ach du Scheiße. Hat doch geklappt. Ey, weißt du, wie der gedreht hat? Ja. Ich glaube, ich mache jetzt alle kaputt. Hat schon mal geklappt. Jetzt so, geht's weiter. Als nächstes der Ende war mit der pinken Farbe. Ja. Bitte jetzt nichts kaputt machen. Ich bemühe mich. Let's go. Sehr schöne Raketen vom Keller. So, dann geht's weiter. Mit der Typhoon-Rakete in Silber. Ne, in Grün ist es, ne? Warte, das ist in Grün-Silber, nee, oder? Ja, Grün-Silber so, ja. So. So. Wie immer, wieder vergessen. Ab, raus damit. Und Zündung. Naja, ohne Zerleger, aber es war ganz schön. Könnte besser sein. Ja. So, da haben wir noch zwei Typhoon-Raketen und zwar einmal in Silber und der andere in Blau-Silber. Wollen wir versuchen, beide gleichzeitig anzuzünden? Ja, mach mal, komm. Weil es ist ja irgendwie der Typhoon. So. Natürlich, wir versuchen es. Ich schaff's meistens nicht zusammen anzuzünden. Ach. So. Mal gespannt. Jawohl. Ja, also die Raketen sind noch in Ordnung, aber für 5 Euro würde ich das Set nicht mitnehmen. Am liebsten nehme ich dann die Family Stars bei Penny mit, oder? Und hier ist noch das, was ich zerlegt habe. Naja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann bei einem anderen Video wieder. Bis dann.